Jedes Jahr versuchen Hunderte von Abenteuerlustigen aus aller Welt den Mount Everest, den höchsten Berg der Welt, zu bezwingen. Sie stellen jedoch schnell fest, dass er mehr zu bieten hat, als man auf den ersten Blick sieht. Vom abscheulichen Schneemann bis hin zu Geistern und UFOs. Hier sind 10 seltsame Dinge, die auf dem Mount Everest entdeckt wurden. Amazing! Woohoo! Abscheulicher Schneemann. Die vielen Höhenmeter und die eisigen Temperaturen machen die Anhöhe zu einem unbewohnbaren Ort. Und genau das denken die meisten, wenn sie sich hierher begeben. Eric Shipton muss das auch gedacht haben, als er 1951 die Reise antrat. Er war jedoch schockiert, als er auf einen großen Fußabdruck im Schnee stieß. Dieser passte zu keinem Menschen also, machte er Fotos und teilte sie, um zu sehen, ob sie jemand kannte. Die Aufnahmen versetzten die Welt in helle Aufregung, denn viele behaupteten, sie gehörten zum Yeti, einem affenähnlichen Wesen, das hier leben soll. Seither haben mehrere Personen behauptet, ihn in verschiedenen Teilen des Everest gesehen zu haben. Einige haben sogar dicke Haarbüschel gefunden, die von Experten analysiert wurden. Es könnte sein, dass sie dem Yeti selbst gehörten. Fossilien aus dem Meer. Das Dach der Welt hat im Laufe der Jahre viele Namen erhalten. Mit einer Höhe von unglaublichen 8.800 Metern ist er der höchste Punkt. Auf dem Gipfel des Himalaya ist das Land karg, die Luft dünn und die Temperaturen extrem. Der mächtige Fels ist hunderte von Kilometern vom nächstgelegenen Meer entfernt und das schon immer, weshalb es überraschend ist, dass Wissenschaftler Fossilien von Meerestieren gefunden haben. Die Entdeckung hat viele verblüfft. Während einige meinten, die Funde würden die Flutgeschichte Noahs bestätigen, ist die Realität nicht so interessant. Nach Angaben der NASA beweisen sie lediglich die wissenschaftliche Theorie, dass tektonische Platten vor Millionen von Jahren das meiste von dem, was wir heute als Land kennen, aus dem Wasser herausgeschoben haben. Himalaya-Tar. Schau dir dieses Tier an. Es wird Himalaya-Tar genannt und ist eines der seltsamsten Lebewesen. Warum? Nun, ich denke, du kannst es sehen. Es sieht aus wie eine Kreuzung aus Löwe und Schafbock. Sein üppiges Haar und seine dicke Haut lassen es so erscheinen, als würde es in Shampoo und Conditioner schlafen. Kaum einer hat es je gesehen. Der Himalaya-Tar lebt nur auf den höchsten Bergen. Aber die Mähne ist nicht das Aufregendste an ihm. Von allen Geschöpfen, die den Everest bevölkern, ist er das Beeindruckendste. Es hat sich so entwickelt, dass das Navigieren wie ein Spaziergang erscheint. Regenbogental. Das Regenbogental ist ein Gebiet unterhalb des nördlichen Bergrückens. Sein Name klingt zwar schön, hat aber eine dunklere Geschichte. Es ist mit den Leichen erfolgloser Bergsteiger übersät. Deshalb die Bezeichnung. Blaue, rote, orangefarbene und grüne Jacken und Leichen erstrecken sich, soweit das Auge reicht. Abgesehen von den Toten säumen bunte, in den Müll geworfene Zelte, Dosen und Sauerstoffflaschen das Areal und erinnern die Wanderer daran, wie gefährlich die Bergwanderung sein kann. Sie sind dort erfroren. Daher ist es auch viel zu riskant, die Verstorbenen zu bergen, sodass sie einfach dort liegen gelassen werden. Geister. Geister auf dem Mount Everest? Es wurden schon viele gesichtet. Nach Angaben mehrerer Bergsteiger ist die Gegend die Brutstätte übernatürlicher Wesen und es ist nicht selten, dass hier Unerklärliches geschieht. Einer der ersten Fälle ereignete sich 1980, als Reinhold Messner sagte, er habe ein Wesen gespürt, das ihn auf seiner Reise begleitete und ihm half. 2004 berichtete ein Sherpa, Pemba Dorje, einer der Bergführer, er habe zwei schwarze Schatten gesehen, die aus den Bergen auftauchten und ihre Hände ausstreckten, als ob sie nach Essen bettelten. Einige Leute haben behauptet, dass dies mit den Hunderten von Leichen zusammenhängen könnte. Vielleicht spuken ihre Seelen nun auf den Hügeln. UFOs. Apropos unerklärliche Phänomene.
Als nächstes haben wir UFO-Sichtungen. Um offen zu sagen, niemand hat bisher dort ein Raumschiff gefunden. Allerdings wurde kürzlich ein seltsames Objekt gefilmt, das über dem höchsten Berg schwebte. Dieses wurde eingefangen, nachdem der Hochtourist und Filmemacher David Bridges ein Bild mit 2 Milliarden Pixeln von der Bergkette erstellt hatte. Als die Fotos zusammengefügt wurden, zeigte sich die atemberaubende Sicht, aber irgendetwas schien fehl am Platz. Und jetzt kommt der merkwürdige Teil. Das Ding sieht gar nicht aus wie etwas, das wir kennen. Es war weder ein Vogel noch eine Drohne und schon gar kein Flugzeug, denn die dürfen den Mount Everest gar nicht überfliegen. Grüne Vegetation. Im Januar 2020 gaben Wissenschaftler bekannt, dass sie auf dem Gipfel Gras und Sträucher gefunden haben. Normalerweise wäre das eine gute Nachricht, oder? Nun, nicht dort. Es ist einer der eisigsten Orte auf dem Planeten. Daher sind Büsche und Wiesen hier ein Indikator für etwas Alarmierendes. Die Forscher glauben, dass es immer heißer wird und das Eis schneller schmilzt als je zuvor. Um diesen Verdacht zu bestätigen, analysierten sie anhand von Satellitendaten, wie schnell die Vegetation gewachsen ist, und das Ergebnis war weitaus schlimmer, als sie vorhergesagt hatten. Sie stellten fest, dass das Grün heute etwa das 15-fache der Fläche bedeckt. Das bedeutet, dass der Everest in Zukunft einen Großteil seines Gletschers verlieren und stattdessen mit Stauden bewachsen sein könnte. Mikroplastik. Als ob die hohen Temperaturen und das Wachstum der Vegetation nicht schon bedrohlich genug wären, haben Experten noch etwas entdeckt, das den Untergang des Berges, wie wir ihn kennen, bedeuten könnte. Und dafür können wir nicht einmal die Natur verantwortlich machen. 2019 wurde eine riesige Ablagerung von Mikroplastik gefunden. Diese stammt wahrscheinlich von der Ausrüstung der Bergsteiger, die jedes Jahr den Gipfel besteigen. Der Schutt hat ihm den Spitznamen »der höchste Müllcontainer der Welt« eingebracht. Er enthält alles, von fluoreszierenden Zelten bis hin zu Gaskanistern. Es wird zwar den Touristen die Schuld gegeben, allerdings besteht auch die Möglichkeit, dass der Unrat durch die starken Winde von irgendwoher herübergeweht wurde. Menschliche Abfälle. Mach dich darauf gefasst, dass der nächste Fall dich schockieren könnte. Es ist kaum zu glauben, aber das Seltsamste sind nicht die UFOs oder phänomenale Tiere, es sind nicht einmal Geister, nein, es ist Kacke. Es ist verrückt, ekelhaft und klingt, um ehrlich zu sein, fast wie ein schlechter Scherz. Aber es ist wahr, der Everest hat ein Unratproblem und das ist nicht lustig. Die nepalesische Regierung hat gesagt, dass es nichts gibt, was dem Hoch mehr Probleme bereitet als die ungeheure Menge an Fäkalien, die zurückgelassen werden. Schätzungen zufolge befinden sich über 17.000 Pfund dort. Es ist so schlimm geworden, dass es fürchterlich stinkt und das Wasser verschmutzt. Im Grunde genommen verwandelt sich der Mount Everest in eine Giftmüllhalde. Außerirdische. Weißt du noch, als ich sagte, dass das Mysteriöseste, was du auf dem Berg finden würdest, kein Alien sei? Nun, ich habe mich geirrt. Es stellte sich heraus, dass es tatsächlich ein Außerirdischer war. Dieses Mal kein UFO, sondern ein echter Lebender, der irgendwo dort gefangen wurde und in ein Area 51 ähnliches Labor gebracht wurde. So lauten zumindest die Geschichten. Das Filmmaterial und die Stories über die Entführung wurden im Internet weitergegeben. Aber so cool das auch gewesen wäre, ich bin hier, um dir das Herz zu brechen und zu sagen, dass es so etwas nicht gibt. Der Clip war so faszinierend, dass wir ihn uns noch einmal angeschaut und herausgefunden haben, dass er aus einer Szene des Films Independence Day stammt. Nichts ist echt. Und alles, was du siehst, sind Filmtricks. Dennoch sind die Aufnahmen so überzeugend, dass wir sie in die Liste aufgenommen haben. Auch wenn diese Erscheinung nicht vom Mount Everest stammt, bedeutet das nicht, dass es dort keine gibt. Vielleicht haben wir sie nur noch nicht gefunden. Glaubst du, dass die Möglichkeit besteht?